Bis zu dieser Stelle ist das ganz gut gelaufen für Schwarz. Schwarz ist etwas aktiver, es fällt besonders die offene D-Linie auf, die alleine Schwarz besetzt. Die weißen Türme sind ein bisschen schwierig, sind gar nicht koordiniert. Der weiße Springer auf F3 darf sich nicht bewegen, dann fällt der Kollege auf D2 um, die sind sozusagen aneinander gefesselt. Es ist nichts Entscheidendes, aber Schwarz steht hier sicher etwas angenehmer. Und wie so häufig, wenn du etwas angenehmer stehst, ergibt sich die Frage, ja, und wie geht's denn nun weiter? Wie machst du Fortschritte? Und das ist an dieser Stelle deine Aufgabe. Was hätte Daniel Friedmann hier gegen Vincent Keimer ziehen sollen? Ja, wenn ich den Konjunktiv benutze, nehme ich ja schon vorweg, dass er hier die stärkste Fortsetzung verpasst. Das ist auch tatsächlich so. Wir werden es gleich in der Partie sehen. Wir sind in Karlsruhe, wo das Grenke Classic begonnen hat, wo morgen das Grenke Open beginnen wird. Das ist das größte Open und auch das höchst dotierte Open der Welt, ist mit wahrscheinlich über 2700 Teilnehmern. Das Classic ist so eine Art Experimentalturnier, mit dieser nicht so richtig Schnellschach, aber auch nicht so richtig klassischen Bedenkzeit 45-10, die wahrscheinlich Magnus Carlsen dazu bewogen hat, dort teilzunehmen. Wenn die ein klassisches Turnier wie in der Vergangenheit draus gemacht hätten, wäre Magnus wahrscheinlich nicht gekommen. Aber 45-10, das spielt er. Da gibt es ein ganz interessantes Feld aus ausschließlich Weltklasse-Spielern plus Daniel Friedmann sozusagen. Daniel Friedmann ist der große Außenseiter. Der darf da mitspielen, weil er 2019, als zuletzt das Grenke Schachfestival war, das Open gewonnen hat. Und der Open-Sieger ist traditionell qualifiziert für das Classic im folgenden Jahr. Das ist nun wegen Corona und einiger anderer Umstände 5 Jahre lang ausgefallen. Nun findet es statt. Und das finde ich sehr anständig, dass Daniel Friedmann dann trotzdem seinen Platz bekommt. Der ist nun im Herbst seiner Karriere und mit seinen 2,95 nicht mehr so ganz da, wo er war und ist sicher der große Außenseiter in diesem Feld. Der hat aber Potenzial. Daniel Friedmann war mal recht nah an den 2700. Das ist ein starker Großmeister, auch ein arrivierter Trainer, der sehr, sehr viel vom Schach versteht und der, so viel kann ich sagen, auch seinen beiden Gegnern am ersten Tag durchaus Schwierigkeiten bereitet hat. Wir sehen es ja hier. Er hat mit Schwarz Vincent Keimer die Eröffnung abgenommen. Das können wir schon festhalten. Es wird ganz interessant zu sehen sein, ob ihm diese Schnellschachbedenkzeit entgegenkommt oder vielleicht eher an ihm zehrt. Der ist im Schnellschach auch sehr, sehr stark. Das ist so eine Spezialdisziplin von ihm. Aber Schnellschach, darunter verstehen wir eigentlich eher 15-10 oder sowas in der Art, nicht 45-10. Bei 45-10 habe ich immer die Worte von Josephine Heinemann im Ohr, die sagte, dass das im Grunde noch ein größerer Schlauch ist, zwei 45-10-Partien an einem Tag zu spielen als eine Turnierpartie, weil das doch enorm fordert. So eine Partie dauert ja an die 2 Stunden oder kann auch länger dauern. Und wenn du 2 davon hast und dann ein zweites Mal auch neu in eine Partie eintauchen musst, ja, das wird Kraft fordern. Müssen wir mal gucken, wie Daniel Friedmann sich da schlägt. Vincent Keimer, erste Runde gegen den Turnier-Außenseiter mit Weiß. Ja, ne, Pflichtsieg, würde ich fast sagen. War da angesagt, das wird seine Erwartung gewesen sein und das wird er auch versucht haben und wir sehen jetzt, ob ihm das gelungen ist. Denn Vincent Keimer kommt ja aus so einem kleinen Loch, er hat in Prag nicht so richtig erfolgreich gespielt, hat in der Bundesliga 1,5 aus 2 geholt, das war ganz okay, aber da hätte er auch lieber 2 aus 2 geholt gegen Gegner, die etwas schlechter sind. Und jetzt in diesem Weltklassefeld mit extrem starken Gegnern plus Daniel Friedmann, da ist er wieder richtig gefordert. Und zum Auftakt kriegt er Daniel Friedmann, das wäre ihm also sehr recht, da mit Weiß einen vollen Punkt zu holen. Und nun gucken wir mal, ob ihm das gelungen ist. Wenn ihr noch ein bisschen überlegen wollt, wie ihr denn hier mit Schwarz fortsetzen würdet, dann müsstet ihr das Video jetzt anhalten, denn ich springe an den Anfang der Partie. Vincent begann mit erstens D4. Und Daniel Friedmann begegnete dem mit erstens D5, Springer F3, Springer F6, E3, E6. Wir haben ein sogenanntes Kolle-System, aber nicht ein Kolle-System in seiner Reinform mit erstens C3 oder ein sogenanntes Kolle-Koltanowski-System, wie wir es von Vergy neulich auf diesem Kanal gesehen haben, sondern einen sogenannten Kolle-Zuckertort mit B3. B3, Springer C6. Läufer B2, CD, ED. Und an dieser Stelle, dann
Ein ganz origineller Zug, der aber sehr gut ist und der auch zeigt, dass Daniel Friedmann da absolut auf der Höhe ist und auch in der Lage ist, von Schäben abzuweichen. Hier würde ich so ein bisschen, würde sich mir so ein bisschen die Zehennägel hochstellen, wenn ich hier G6 sehe. Aber das ergibt in dieser Konstellation Sinn. Wenn wir uns vorstellen, dass es eine typische Karlsbad-Struktur wäre mit dem weißen Bauern auf C3, B2, dann würde G6 nicht so viel Sinn ergeben. Aber hier mit dem Läufer auf G7 kann man den durchaus zum Ziel auserkoren, denn Weiß wird nicht C3 spielen. Dann sieht diese Konstruktion mit dem Läufer auf B2 unglücklich aus, sodass man gegen den G7, gegen den D4 spielen kann und der Läufer auf G7 mehr Sinn ergibt. Man könnte argumentieren, ob das nicht vielleicht eine Schattenseite hat. Das haben wir in einer Bullet-Partie zwischen Hikaru Nakamura und Alireza Firouzja gesehen. Denn in dem Moment, wo hier Läufer G7 gespielt wurde, ah nein, das war eine Partie zwischen Ruben, Gideon, Kölner. Nee, doch, Hikaru Nakamura. Und entschuldigt, ich habe mich hier in den Varianten verguckt. Firouzja, Nakamura, auf diese Partie will ich hinaus. In dem Moment, wo Schwarz hier Läufer G7 spielt, kann Weiß ja Läufer A3 machen. Das kostet zwar einerseits ein Tempo, aber andererseits strahlt er hier rein und Schwarz kann nicht mehr rochieren. Insofern ergibt dieser Zug durchaus Sinn. Nakamura ist denen dann im Bullet mit Läufer F8 begegnet, seinen Läufer wieder zurückgezogen. Läufer F8, König F8. Nun, da die Schwarzfelder vom Brett sind, sind die schwarzfeldigen Schwächen hier nicht so bedeutend und er plant seinen König dann auf diese Weise zu rochieren. Also auch das ganz originell. Ne? Diesem eher originellen G6 zu begegnen, dann hier mit Läufer A3. Fand ich ganz interessant. Vincent spielt das nicht so, der spielt an dieser Stelle A3, was auch ein ganz typischer Zug ist. In diesem Kolle-Zuckertort, man spielt Läufer D3 und möchte nicht von Springer B4 gestört werden. Und insofern übernimmt er erstmal die Kontrolle über das Feld B4. Läufer G7, Läufer D3, 0-0, Dame E2. Dame B6. Dame B6 ist sehr stark hier. Muss man so nicht spielen. Es gab hier mal eine Partie zwischen dem jungen Inder Nihal Sarin und dem französischen Großmeister Maxime Lagarde. Der spielt hier B6, was eher nicht so toll ist. Nach H4 Läufer B7 0-0 ergibt sich plötzlich eine sehr, sehr scharfe Partie. Denn dadurch, dass hier mit G6 Schwarz eine Marke geschaffen hat, bietet sich natürlich so ein H4, H5 umso mehr an, in Verbindung mit langer Rochade, was auch zweischneidig ist, weil natürlich ist die Rochadestellung hier nicht so super sicher, sondern schon ein bisschen weich. Andererseits, am anderen Flügel kann Weiß jetzt wunderbar voranmarschieren. Auch das eine spannende Partie und auch in der Partie hier nach Dame B6 kann sich Vincent durchaus fragen, in welche Richtung will ich denn rochieren? Es ist beides möglich. Lange Rochade und kurze Rochade. Und Vincent hat hier auch, glaube ich, einige Zeit reingesteckt. Man könnte hier 0-0-0-0 spielen. Ja, und in 6 Minuten hat er überlegt. Und der Großteil dieser 6 Minuten, wohlgemerkt, er hat nur 45, der wird dafür draufgegangen sein, zu erwägen, will ich hier lang oder will ich kurz rochieren? Will ich eine sehr, sehr scharfe Partie oder will ich es eher in ruhigen, positionellen Bahnen halten? Er entschied sich dann für 0-0. Aber Schwarz ist jetzt schon aller Sorgen ledig, wenn er an dieser Stelle richtig spielt. Und das tut Daniel Friedmann. Er spielt Springer D7 mit der Idee, also erstmal unmittelbar, die Maschine zeigt es an, mit Angriff auf den D4. Ne, der ist jetzt dreimal angegriffen und nur zweimal verteidigt. Und wenn Weiß den dann deckt, dann soll sofort E5 kommen. Und dass sich Schwarz hier einen isolierten Bauern dann auf D5 schafft, spielt weniger eine Rolle als die viel aktiveren schwarzen Leichtfiguren, die dann ganz wunderbar zum Leben erwachen, wie wir auch gleich in der Partie sehen werden. Also Springer D7 ist ja der goldrichtige Zug. Und ihr seht ja, die Maschine ist schon ein bisschen mehr zufrieden mit der schwarzen Stellung. Also man kann hier schon feststellen, dass die Eröffnung für Vincent nicht so richtig gut gelaufen ist, beziehungsweise dass Daniel Friedmann mit Schwarz die Eröffnung gewonnen hat. Wir können das auch am Bedenkzeitverbrauch von Vincent ablesen. Ne? Hier fiel es ihm schon schwer zu entscheiden, in welche Richtung er rochieren soll. Und auch die Entscheidung, was mache ich denn jetzt hier mit meinem angegriffenen Bauern? Die fiel ihm sehr, sehr schwer. Man kann den
schon opfern, wenn man will. Ne? Man kann hier Turm E1 spielen oder C4 und dann einfach mit dem Bauern weniger spielen und hoffen, dass man ein bisschen Kompensation findet. So richtig toll ist das alles nicht. Aber den mit so einem Zug wie Dame E3 zu decken, macht einen auch nicht so richtig zufrieden. Ne? Also Vincent wird hier unzufrieden gewesen sein. Und so erklären wir uns die 13 Minuten 57 für diesen Zug, denn er hat natürlich kommen sehen, was jetzt passiert. Nämlich E5. Schwarz wird jetzt sehr, sehr aktiv und der isolierte Bauer auf D5 spielt weniger eine Rolle als die aktiven schwarzen Figuren und die, ja, die ramponierte weiße Struktur. Denn Schwarz tauscht jetzt erst auf E3 und zugleich hat auch Weiß einen Isolani auf E3 und nimmt dann erst auf E5 zurück. Und das kommt mit einer taktischen Drohung daher. Das wird wahrscheinlich die Maschine jetzt gleich anzeigen, da ist es schon. Springer E5 droht Springer schlecht F3 und dann hängt auf B2 einen Läufer. Dieser Drohung muss Weiß begegnen und auch das ist ein Indiz, dass Weiß hier so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, wenn er hier jetzt schon so ganz kleine Züge machen muss, um taktische Drohungen abzuwehren. Das macht man auch mit Weiß im 15. Zug nicht gerne. Ja, Friedmann, es gibt hier viele Möglichkeiten weiterzuspielen. Friedmann repariert sozusagen die weiße Struktur, bekommt dafür aber das weiße Läuferpaar und den weißfeldrigen Läufer von Weiß, den holt man sich immer gerne ab. Vielleicht kann man auch darauf setzen, dass dieser irgendwann mal zur Schwäche wird, ne, wenn wir uns solche Optionen vor Augen führen. In der Partie kommt das allerdings ganz anders, denn Daniel Friedmann entscheidet sich dafür, seinen Läufer zu entwickeln. Das greift den Bauern auf D3 an. Und der beste Weg, dem zum Begegnen, ist E4 zu spielen. Und damit hat sich das Thema isolierter Bauer erledigt. Auf der schwarzen Seite, auf der weißen Seite ist einer übrig geblieben. Der greift jetzt den Läufer auf F5 an, der muss ziehen. Und Vincent ist sehr froh, das schwarze Läuferpaar halbieren zu können. Aber Weiß macht hier eigentlich nur noch, Weiß kämpft hier um Ausgleich. Das ist alles, was Weiß tut. Und im Ausgleichssinne ist er froh, das schwarze Läuferpaar zu eliminieren. Ja, jetzt würde er ja gerne seinen B-Turm auf die C-Linie stellen. Aber da muss er sich immer mit diesem Schwächling hier umtreiben. Also man könnte hier Turm BC1 spielen. Vincent entscheidet sich für Turm FC1. Es folgt Turm FD8 und das kommt gleich mit zwei Motiven daher, mit denen sich jetzt Weiß beschäftigen muss. Also Weiß muss hier wieder, muss oder muss weiterhin schwarze Optionen abwehren und hat kein eigenes Spiel. Vorteil Schwarz. Ne? Der Turm droht auf D3 einzusteigen. Das ist mal ein richtig schwaches Feld, sich dann auf der D-Linie zu verstärken. Und es liegt etwas versteckt in der Luft G5. G5 und den darf man nie nehmen, weil dann auf D2 der Springer hängt. Vincent spielt hier Turm C3 und verhindert das Einsteigen des schwarzen Turmes auf D3. Er hat jetzt also dieses schwache Feld gecovert. Aber die andere Option, die liegt weiterhin in der Stellung und zu der hätte Daniel Friedmann hier greifen sollen. G5 ist hier am stärksten. G5 droht G4. Da muss der Springer ziehen und dann ist dieser Springer weg. Insofern ist das schon mit einer taktischen Drohung verbunden und man muss jetzt hier für diesen D2-Springer entweder ein Feld finden oder ihn decken. Sagen wir so, aber dann kommt halt G4. Na, und dann zieht er zurück und es ist jetzt nicht so, dass Schwarz gewinnen würde oder so, aber wir sehen weiter, die Weißen sind nicht so richtig koordiniert, sind nicht so richtig aktiv. Schwarz steht deutlich besser, könnte sich jetzt hier verdoppeln, auf der D-Linie zum Beispiel, und bleibt am Drücker. G5 ist hier der Zug, der am ehesten Schwarz weiterhilft. Turm D7 ist nicht schlecht, was Friedmann gespielt hat. Das ist vielleicht der zweitbeste Zug an dieser Stellung sozusagen. Und es ist ja auch ein offensichtlicher und vielleicht auch der menschlichere. Ne? Bevor wir hier irgendwie was Grundsätzliches verändern, haben wir noch einen Kollegen, der schreit, ich bin noch gar nicht in der Partie, hilf mir doch mal, lass mich mitspielen und sich auf der D-Linie zu verdoppeln, der einzigen offenen Linie, die zudem Schwarz beherrscht, ist keine verkehrte Idee natürlich. Weiß macht Turm B2, sieht Turm AD8 kommen, macht schon mal das präventiv. Und was macht man so im Endspiel? Im Endspiel muss der König mitspielen. Insofern König F2. Und hier ist jetzt wieder
Also G5 ist immer noch am besten. Ist vielleicht nicht mehr ganz so kräftig wie in der Konstellation eben, aber sehr, sehr ähnlich. G5 wieder mit der Idee, G4 zu spielen, dann hängt der und darauf muss ich Weiß erstmal einrichten. Na, wenn Weiß das mit H3 einfach ausbremsen will, dann kommt halt H5. Schwarz lässt da nicht locker. Will G4 spielen, den Springer F3 deplatzieren und dann mal gucken, wie es weitergeht. Weiß hat hier ein Problem, um das er sich unmittelbar kümmern muss. Friedmann nach 9 Minuten, der wird das wahrscheinlich erwogen haben, spielt hier Springer D4. Aber das ist eher, ja, das ist eher der, sagen wir mal, der etwas anspruchslosere Weg, das zu spielen. Jetzt geht Material vom Brett und damit geht auch ein bisschen schwarzer Druck vom Brett. Er bleibt natürlich am Drücker. D2 hängt, der kann nicht ziehen, weil dann der E4 hängt. Schwarz bleibt natürlich aktiver, aber Weiß hat sich jetzt schon mit einem Abtausch ein bisschen entlasten können. Die schwarze Idee war, F5 zu spielen. Das kommt auch mit einer Drohung daher. Es droht jetzt F4. Den darf man wieder nicht nehmen, weil dann der Springer auf D2 hängt. Und F4, König E2, würde zwar kein Material gewinnen, aber wenn wir uns vorstellen, F4, G5, G4, dann rollen die und beherrschen sehr, sehr viele Felder, sehr, sehr, sehr viel Raum und Schwarz hat eine schöne Initiative am Königsflügel zu seiner D-Linie, die er alleine beherrscht und wäre wieder so am Drücker, wie wir es eben schon gesehen haben. Also dieses F4, das muss Weiß verhindern. Vincent gibt erstmal einen Schach auf C7. Turm 8 D7, Turm D7, Turm D7. Und hat wieder ein Zwischenziel erreicht, nämlich er hat noch mehr Material vom Brett genommen und sich damit noch weiter entlastet. Es liegt aber weiter dieses F4 in der Luft. Das bremst er jetzt mit G3 aus. Ja, und jetzt ist halt nicht mehr so richtig viel auf dem Brett und Schwarz hat an dieser Stelle keine großen Wege mehr, Fortschritte zu machen. Daniel Friedmann findet noch eine Drohung, er löst jetzt diese Bauernschose auf, damit ist es total symmetrisch. Der spielt Läufer F5 und tatsächlich droht jetzt ja auch Turm E7 mit Angriff auf den gefesselten Springer und der wäre dann weg. Insofern muss man dem vorbeugen. Aber das lässt sich auf vielerlei Weise tun. Vincent spielt hier Turm D2, Turm E7, Turm D4. Und es ist alles gedeckt und es geht nicht so richtig weiter. Und wir haben ein ganz symmetrisches Endspiel auf dem Brett und ich glaube, ich muss jetzt auch kein großes Geheimnis mehr daraus machen, wie es ausgegangen ist. Die beiden endeten hier mit einer Zugwiederholung mit Remis und das war wahrscheinlich das, was Daniel Friedmann vor der Partie gedacht hätte. Das sollte sein Wunschergebnis sein, hier erstmal mit einem Schwarzremis gegen Vincent Keimer in diese Partie einzusteigen. Aber wenn wir uns halt Wenn wir uns halt dann den Verlauf angucken, wie er die Eröffnung gewinnt, mit diesem sehr starken Dame B6, das habe ich im Kommentar vielleicht nicht so richtig gewürdigt, Dame B6, was schon Springer D7 und E5 ja plant, und was dann auch nach 0-0 E5 auf dem Brett steht, da ist halt Schwarz dann schon am Drücker. Und das hat er auch super vorgetragen und dann hätte er doch vielleicht hier ein bisschen ehrgeiziger und energischer sein müssen an dieser Stelle mit G5. Oder, ist mir meine Maus umgefallen, oder 2 Züge später auch nochmal mit G5. Das waren so die Chancen, Vincent größere Probleme zu bereiten, als er sie ihm ohnehin bereitet hat. Trotzdem natürlich respektable Leistung. Daniel Friedmann hat die zweite Partie dann mit Weiß gegen Magnus Carlsen verloren. Auch das war eine respektable Partie, wo er am Abgrund stand, wo er sich dann eigentlich gerettet hat und wo sie dann, das ist halt, wenn Magnus Carlsen in Endspielen aus Steinen Wasser presst, wo sie dann am Ende doch noch verloren geht. Aber eine lange ausgekämpfte Partie gegen Magnus Carlsen. Also Daniel Friedmann hat gezeigt, er gehört in dieses Feld und kann da mitspielen. Das freut mich sehr für ihn. Denn es ist ja nominell auch so ein bisschen zu befürchten gewesen, dass er da durchgereicht wird, aber sieht nach dem ersten Tag nicht so aus, als würde das passieren. Vincent wird nicht ganz zufrieden gewesen sein. Ne? Mit Weiß gegen Friedmann nichts rausgeholt. Danach nochmal Weiß gegen MWL. Ein bisschen Vorteil gehabt, aber auch keinen vollen Punkt rausgeholt und insofern mit 2 Remisen gestartet und 2 Weißpartien sind weg. Das war nicht der Wunschstart für Vincent Keimer, aber es fängt ja gerade alles erst an. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Klassik hier weiter begleite, weil ich bin natürlich sehr, sehr gespannt aufs Open, was dann morgen beginnt.
und wo ja auch eine Menge bemerkenswerter Spielerinnen und Spieler am Start sind. Also gucken wir mal, wie wir das hier weiter begleiten. Ich habe noch kein fertiges Konzept, sondern nehme das, was mir auffällt und präsentiere es euch. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Am Samstag werde ich übrigens in Karlsruhe sein. Vielleicht gibt es dann am Samstag kein Video und auch auf der Website keinen Bericht, weil ich dann selbst da rumgucke. Dafür gibt es dann aber dann am Sonntag einen umso ausführlicheren Bericht mit Erster-Hand-Eindrücken. Mal schauen, wie das alles so läuft. Auch das ist noch nicht beschlossen. Das muss ich auch noch bei meiner Chefin beantragen, ob ich am Samstag nach Karlsruhe fahren darf. Mal gucken, ob die mir da grünes Licht gibt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut.